Hallo und herzlich willkommen wieder hier zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ja, heute wollen wir mal wieder etwas ernten und zwar das Beet, das ihr hier hinter mir seht. Hier haben wir versucht, drei Kulturen auf einmal anzubauen. Ich kann schon mal verraten, ich glaube, bei der Ernte werden es nur noch zwei sein, denn von den Melonen habe ich leider schon lange nichts mehr gesehen. Die Bohnen schaut ganz gut aus und den Mais schauen wir uns gleich gemeinsam an und ich erkläre euch, woran ihr erkennt, ob der Mais erntereif ist oder nicht. Und danach gehen wir noch ein bisschen durch den Garten und schauen, was wir sonst so ernten können. Ich habe schon gesehen, ein paar Paprika, ein paar Tomaten können wir auf jeden Fall mitnehmen. Und dann schauen wir uns noch die Kürbisse an. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Also was man schon mal sagen kann, einen guten Haufen Grünmaterial haben wir auf jeden Fall hergestellt. Jetzt schaue ich mir einfach mal, dass wir die Kolben und die Bohnenschoten aus dem Berg hier raustrennen. Den Rest werde ich dann möglichst klein schnippeln, weil der Mais auch relativ lange auf dem Kompost braucht. Ja, und dann schauen wir mal, was daraus geworden ist. So, da haben wir unsere Ernte und ich muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich enttäuscht. Ich glaube nicht, dass wir nur ein Maiskorn finden werden und die Ausbeute an Bohnen für die Fläche ist auch nicht wirklich groß. Ich denke, das Ganze wird auch mit den Nachteilen, die ich so herausgefunden jetzt habe an dieser Variante, liegen und zwar die Bohnen haben ja den Mais ziemlich stark runtergedrückt. Das hätte ich vielleicht verhindern können, indem ich die Bohnen deutlich später pflanze, wenn der Mais schon auch groß ist. Man konnte kaum die Bohnen zwischendurch ernten. Man hat wirklich einen schlechten Überblick über beide Kulturen. Und ich glaube, es hat auch die Bestäubung des Maises wirklich beeinträchtigt. Trotzdem, wir schauen jetzt gleich mal rein. Ich bin gespannt. Ich wollte euch ja auch erzählen, woran man erkennen kann, ob der Mais schon fertig ist. Ich kann es mal hier an den einen Beispiel zeigen. Und zwar wäre das hier ein gutes Anzeichen. Hier oben, die Fäden sind braun geworden. Und dann öffnet man normalerweise den Mais und kann dann mit dem Finger ein Korn andrücken. Und dann, wenn dann noch weißer Saft rausläuft, dann ist es perfekt. Aber ja, wir gucken jetzt mal rein. Ich gehe davon aus, wie gesagt, dass wir gar nichts finden werden.
Und da sieht man auch schon beim ersten Kolben, an sich, der Mais ist ja noch relativ gesund, aber die Bestäubung hat einfach nicht funktioniert. Machen wir mal weiter. Schauen wir mal, ob wir noch irgendwo was herbekommen. Ja, okay. Okay, okay. Ja. Ist jetzt nicht schlecht, aber man erwartet einfach, ja, was anderes, oder? Ja, der nächste, auch nicht wirklich bestäubt worden. Ich denke, das wird sich jetzt hier ziemlich so durchziehen. Ja, wobei. Okay. Wir haben einen. Wir haben einen, mit dem wir zufrieden sein können. Er ist zwar sehr klein geblieben, aber wenigstens halbwegs alles bestäubt. Der schaut gar nicht so schlecht aus. Der hat leider schon ein bisschen Schimmel. Auch wieder nur zur Hälfte bestäubt. Wir haben einen, der gar nicht bestäubt wurde, nicht ein Korn. Nicht der Rede wert. Gar nicht bestäubt. So lala. Ist auch wieder gar nichts und der ist eh zu klein. Schauen wir uns gleich mal alles zusammen an. Ja, da haben wir unsere Ausbeute. Ich würde sagen, 3 Stück sind ganz okay. Die sind durchgehend bestäubt. Der Rest war eben gar nicht bestäubt oder eher so mangelhaft. Ich denke, hauptsächlich wird es daran liegen, dass der Mais von den Bohnen so weit runtergezogen wurde, dass die Pollen von oben nicht mehr auf die Fäden drauffallen konnte und so den Mais bestäuben konnte. Man könnte es versuchen, wirklich die Bohnen nochmal sehr spät zum Mais dazu zu pflanzen. Aber wenn ich Mais nochmal anbaue, dann lege ich wirklich den Hauptfokus auf den Mais, lasse den Mais schön wachsen und setze dann vielleicht vereinzelt noch ein paar Stangenbohnen dazu.
die restlichen Bohnen, also ich glaube, da hängen jetzt noch 10, 15 Stück am Gurkenrandgerüst mit. Die lasse ich jetzt noch ordentlich ausreifen und jetzt zeige ich euch noch kurz die Ausbeute von den Bohnen. So, und da haben wir jetzt unsere Ausbeute an Bohnen. Das schaut natürlich jetzt erstmal nicht so schlecht aus. Es sind schon einige geworden, aber man muss auch bedenken, dass wir die auf 2 Quadratmetern angebaut haben und für 2 Quadratmeter Stangenbohnen ist es jetzt auch nicht top gelaufen. Aber wir wollen uns ja nicht beklagen. Die kommen mit nach Hause. Die werde ich auf jeden Fall erstmal einfrieren und dann natürlich abkochen. Und ja, wenn die ganzen Urlauber wieder zurück sind, dann wird es die bei uns im kleinen Erntedankfest geben. Wir haben ja auch noch einiges an Kartoffeln, Karotten, Paprikas und das wird dann alles gemeinsam auf den Grill geschmissen und ja, ein bisschen gefeiert. Jetzt ziehen wir erstmal los, gehen rüber zu unseren Paprikas und schauen, was ich da noch dann für heute fürs Abendbrot mitnehmen kann. Man sieht es hier schon ganz gut durchblitzen. Da ist doch der ein oder andere Paprika schon rot. Ich werde natürlich nur den rotesten, die rötesten mitnehmen. Die anderen dürfen dann noch weiter hängen bleiben, damit dann die anderen auch noch was davon haben. Aber der schaut ganz gut aus. Den hier nehme ich auch mit. Haben wir auf jeden Fall 3 kleine Paprika fürs Abendessen. Ich würde sagen, gar nicht mal so schlecht. So, dann geht's mal rüber an unsere Tomaten. Hier kann ich mal gleich über unsere Kürbisse rübersteigen. Und da hängt doch der eine oder andere, der schon ganz gut aussieht. Hier haben wir noch 2 Butternut-Kürbisse liegen. Die sind aber noch nicht hundertprozentig reif, deswegen dürfen die noch ein bisschen liegen bleiben. Hingegen der hier, der schaut schon ganz gut aus. Ich bin mir nur nicht bei der Sorte ganz sicher, ob sich da was reingekreuzt hat. Den werde ich jetzt auf jeden Fall mal ernten und dann muss man einfach schauen. Ja, wenn man dann den kochen will, sollte man auf jeden Fall vorher mal ein kleines Stückchen, ich sag mal, probieren. Ob er bitter ist, wenn er bitter ist, natürlich sofort ausspucken. Die sind dann leider giftig. Aber ja, probieren geht über studieren und ich hoffe, dass ich mich dabei nicht vergifte. Ja, jetzt stehe ich auch schon an unseren Tomaten und ich würde sagen, für Anfang September, beziehungsweise wir haben schon den 10. oder 11. glaube ich, schauen die noch wirklich sehr gesund aus. Die hier vorne fängt langsam das Kränkeln an, aber da gibt es noch die eine oder andere Tomate dieses Jahr abzuernten. Und natürlich auch, ja, durch die Hitze und das wenige Wasser und jetzt den vielen Regen sind natürlich einige auch aufgeplatzt. Aber ein bisschen Schwund gibt es ja immer. Gut, und dann geht's noch an die Kürbisse. Schauen wir mal, was da jetzt alles reif ist. Dann eben so. So, ich habe die reifen Kürbisse abgeerntet. Dabei ist dann doch
ja, so ein bisschen Grünmaterial noch angefallen. Ja, und hier am Gurkenranggerüst hat sich das Ganze auch ordentlich ausgedüngt. Ich habe alle Ranken, an denen die Reifen, Kürbisse dran hingen, entfernt. Und da, wo keine mehr dran hingen, die vielversprechend sind. So sieht man jetzt auch ein bisschen besser noch die zwei Butternut-Kürbisse. Da habe ich natürlich noch die Hoffnung, dass die ausreifen. Und ja, das Gurkenranggerüst können wir dann auch bald richtig schön aufräumen, damit das dann auch bereit fürs nächste Jahr schon ist. Aber ihr wollt natürlich noch die Ernte sehen. Und hier haben wir sie. Hier haben wir jetzt die Ernte der Kürbisse. Die sind auf jeden Fall reif, sind aber auch alle komplett. Ja, von der Sorte, wo ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich jetzt ein Butternut-Kürbis ist oder nicht. Da müssen wir einfach noch ein bisschen hoffen. Ja, wenn wir davon einen probiert haben und der gut ist, sollten die anderen natürlich auch gut sein, weil die alle von der gleichen Pflanze sind. Deswegen, ja. Ich werde auf jeden Fall berichten. Wie schon gesagt, vom Mais bin ich etwas enttäuscht. Aber so ist es nun mal. Mal läuft was gut, mal eben nicht so gut. Und daraus können wir auch lernen. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Lust habt, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Ich würde mich freuen und bis dahin. Ciao, ciao.